So, herzlich willkommen zu meinem Produkttest. Können wir da kurz raus? Von dem Tintenstrahl Drucker Epson ET-M3170, den ich im Rahmen des Produkttests von officepartner.com kostenlos zur Verfügung gestellt bekommen habe. Ja, ich werde, also der ist im Moment per WLAN mit dem Netzwerk verbunden. Ich werde jetzt mal was drucken, dass so ein bisschen was von der Geschwindigkeit sieht. Von der Druckgeschwindigkeit, von den Ergebnissen. Dazu drucke ich jetzt mal die ersten 5 Seiten des Benutzerhandbuchs, das es übrigens nur im Internet gibt, also die ausführliche Version. So, Druckauftrag wird gesendet. Ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, wie die technische Angabe von 39 Seiten pro Minute angegeben wird. Wie man jetzt hier in dem Test sieht, ist natürlich schon ein bisschen mehr. Also es dauert ein bisschen länger, ne? Denke ich, dann sind ja nicht mal mehr 2 Sekunden pro Seite bei 39 Seiten pro Minute. Und jetzt hat er doch ein bisschen mehr gebraucht. Also hier haben wir dann den Ausdruck. So. Also. Das Ergebnis des Ausdrucks ist auch sehr gut. Ich werde gleich nochmal einen Grafikausdruck starten. Eventuell, man kann natürlich die Druckqualität einstellen. Und zwar, man kann starke Druckqualität, normale Druckqualität und Entwurfsqualität einstellen. Aber selbst bei Entwurfsqualität hat er bei mir also doch, denke ich, eher über 2 Sekunden pro Seite gebraucht zum Drucken. Hängt natürlich auch einfach damit zusammen, wie viel Text oder wie viel Grafik ist auf der Seite vorhanden. Das ist natürlich ein großer Unterschied. Jetzt kann ich mal eine Grafik drucken. Und ich drucke die Grafik jetzt auch mal in der hohen Auflösung. So, da muss ich natürlich kurz. Ausgabequalität setze ich auf stark und dann drucke ich jetzt mal ein Foto von dem Drucker. Also der Drucker druckt sich jetzt mal selber aus sozusagen. Da sieht man dann auch, dass jetzt in der höheren Qualitätseinstellung das Ganze natürlich länger dauert. Also er druckt schon und es dauert halt einfach länger. Jetzt ein hochauflösender Grafikdruck. Also ich bin mit dem Drucker sehr zufrieden, muss ich sagen. Es hat fast alles sehr reibungslos funktioniert, was ja nicht selbstverständlich ist. So, jetzt ist er auch mit dem Grafikdruck fertig, der übrigens auch wirklich gut ist. Ich habe mir das ja auch schon mal angeguckt. Also ich kann mal hier vielleicht auch ein bisschen rangehen. Der Grafikdruck ist wirklich gut. Besser als im Laserdrucker. Ob es schneller als im Laserdrucker ist, das ist wirklich jetzt schwer zu sagen, weil es hängt halt einfach beim Tintenstrahldrucker stark von der Qualität und auch vom Inhalt ab. Also wie viel Inhalt habe ich. Und das ist jetzt beim Laserdrucker, glaube ich, eher immer gleich. So habe ich so ein bisschen das Gefühl, zumindest. Ja, man kann natürlich scannen. Die Scan-Ergebnisse sind fantastisch. Also man hat einmal die Möglichkeit, dass man zum Scannen halt hier etwas reinlegt, ne? Ganz normal, wie man das halt kennt. So beim Flachbettscanner, Deckel auf, was reinlegen und dann kann man scannen. Und was der Drucker noch hat, ist ein Dokumenteneinzug. Man kann hier also mehrere Dokumente zum Scannen oben einlegen. Ich lege einfach mal 2 Seiten hier vom Benutzerhandbuch oben ein. Wichtig ist, dass man die Dokumente so weit reinschiebt, bis ein leichter Signalton ertönt. Wenn ich jetzt nämlich das Kopieren starte, dann nimmt er nicht den Flachbettscanner, sondern er nimmt den Dokumenteneinzug. Und das macht er automatisch, wenn halt oben Dokumente auch drin sind. Also ich drücke jetzt mal einfach auf Kopie. Noch eine Kopie, einseitig. Man kann auch zweiseitig machen, ja. Aber jetzt machen wir mal einseitige Kopie. Und ich gehe auf Kopieren.
Jetzt zieht er das ein und druckt es dann gleich direkt aus. Auch sehr schön ist der Duplex-Druck, der einwandfrei funktioniert. Also das heißt, Vorder- und Rückseite eines Blatts werden automatisch bedruckt und liefert auch sehr gute Ergebnisse. Ja, das Video soll ja nicht zu lang werden. Ich hätte noch sehr viel zu sagen. Mein Fazit zu dem Drucker ist, es ist wirklich ein tolles Gerät. Das ist ganz klar. So, was macht er? Er rödelt rum. Aha, na gut, jetzt druckt er irgendwie erst Seite 2. Warum auch immer so, jetzt kommt Seite 2. Also jetzt haben wir hier das einfach nochmal kopiert durch den Dokumenteneinzug, was oben reingegeben wurde. Kommt jetzt als Kopie halt einfach nochmal raus. Hier sind die Dokumente da oben, die fertig gescannten. Ja, dann werde ich das Video jetzt beenden, sonst sprenge ich den zeitlichen Rahmen, den das Ganze haben soll. Mehr Details in meinem schriftlichen Produkttest. Und ich hoffe, ich konnte einen ersten Einblick geben. Dann bedanke ich mich fürs Zusehen und vielleicht bis bald.